Hallo und herzlich willkommen zurück zu Control. Letzte Folge sind wir gefühlt 1000 Mal gestorben. Und es fängt gerade wieder so an. Ah, was mache ich nur hier? Vielleicht können wir darüber spielen. Mal schauen. Nein, können wir nicht. Nein. Fängt schon geil an. Fällt einfach den scheiß Aufzug runter. So, aber jetzt herzlich willkommen zurück zu Control. Yay. Gut. Also. Jetzt ist die Frage, wo wir hin müssen, ne? Floor 4. So, also da rein. Warte mal. Wir müssen nach da. Floor 6. Komme ich da irgendwie hoch? Mal schauen, ob da irgendwo ein Aufzug ist. Nee. Da geht's nur hier rein. Okay. Klopft nicht so. Und du auch nicht. Wo muss ich? Hä? Was machst du da? Was hat er da gemacht? Oh, wow, Sniper. Ich war gerade echt etwas langsam. So, wo muss ich hin? Wo muss ich hin? Hier unten gibt's auch nichts, ne? Ich bin gerade ein bisschen überfragt, wo muss ich hin? Also, die sagen, dass wir schon richtig sind. Vierte Ebene. Komme ich bis da hinten? Seid ihr euch sicher? Oder? Ich. Inzwischen Knoten, ja, gleich. Gespielt nach da und dann nach da oben. Ah. Ja, so könnte es gehen. Danke. Gibt's hier noch was? Blinky blinky? Nee, glaub nicht. Okay. Ah, da ist der Schwan. Sehr schön. Und ein bisschen zerstört. Was ist das denn? Achso, ein Luftballon. Süß. Das sah ein bisschen so aus wie die Trainingsdroiden bei Star Wars. Nur ein bisschen. Wasserspender? Brechstange? Nichts. Dylan. Er ist so nah. Wie
komme ich da rein? Achso, das ist so eine Tür, okay. Tja, sieht nicht ganz so freundlich hier alles aus. Hallo? Können Sie mich hören? Ja. Jesse. Hallo? Ach du meine Scheiße. Jesse, da drinnen steht's. Jesse, bist du da, Jesse? Emily? Er ist weg. Dylan ist nicht hier. Vielleicht ist er in der Nähe. Oder vielleicht hat ihn das Zischen erwischt. Ich weiß es nicht. Jesse, hör zu. Dylan ist hier. Oh oh. Bei uns. Er kam eben rein. Oh oh. Er sagt, er will sich stillen. Das Zischen hat ihn erwischt, aber er ist anders als die anderen. Jesse, wir müssen ihn isolieren. Ich bin auf dem Weg. Wir müssen zurück. Ich muss zu meinem Bruder. Beobachtung von Dylan. Wow. Okay, 9.30 Uhr, Frühstück wird gebracht. 11.54 Uhr steht auf, geht zur Toilette, geht wieder ins Bett. Bittet darum, den Fernseher dass der Fernseher eingeschaltet wird. Fernseher wird eingeschaltet. Mittagessen wird gebracht, Frühstück wird entfernt. Isst Mittagessen, geht zur Toilette. Beginnt mit sich selbst zu reden. Aufzeichnung aufgrund der Fernsehlärm nicht möglich. Er wird unruhig, wirft das Tablett gegen Glas. Ruhig gestellt, Personal macht die Zelle sauber. Fernseher wird abgeschaltet. Kommt langsam zu sich, bittet darum, dass der Fernseher eingeschaltet wird. Wird ihm verweigert. Schläft, Fragezeichen. Fernsehprivilegien aufgrund feindseliges Verhalten entzogen. Okay. Ja, gut. Ich will aber... Tja... Wow. Wo geht's hier hin? Tja, Dylan ist jetzt bei Pope und den anderen. Ich bin ja schon froh, dass... Das ist hier keine Leute gibt. Oder also keine Spawnpunkte. Tja. Das muss doch so krank sein, hier die ganze Zeit beobachtet zu werden. Keine Privatsphäre und gar nichts. Ich will mal da hoch. Ah, oh, cool. Ich muss mal echt öfters so rumfliegen, jetzt wo ich es kann. Ist da drüben irgendwas? Ne, da war ich ja. Ja. Kein Wunder, dass er so geworden ist. Okay, das wird heute nicht lange dauern, Dylan. Wie gesagt, möchte ich mit Ihnen über Jessie sprechen, Ihre Schwester. Was ist mit ihr? Ich möchte Ihre Sichtweise hören. Was denken Sie von ihr? Was ist sie für ein Mensch? Solche Dinge. Ich habe sie vergöttert, als ich klein war, weil ich in Norden
Und jetzt nicht mehr? Anfangs schon noch. Ich hoffte, sie würde auch kommen, mich finden und heimbringen. Wir haben alles zusammen gemacht. Aber warum sollte es hier anders sein? Vesper sagte, sie könnte auch zur Behörde kommen, wenn sie wollte. Aber sie kam nicht. Was glauben Sie, warum? Weil ich ihr egal bin. Sie wollte immer frei sein, die Welt sehen. Davon hat sie schon immer geredet. Schätze, jetzt hat sie, was sie wollte. Okay, sie wollte die Welt sehen. Also hat sie von irgendeinem bestimmten Ort geträumt? Warum? Wir stellen hier einfach Fragen. Ja, ja, ja. Hat sie irgendwelche Städte, Orte oder andere Art erlebt? Weiß nicht mehr. Und was ist mit Freunden oder Familie? Gab es da jemanden außerhalb von Ordinary? Wir sind hier fertig. Sagen Sie, Kasper, ich will heute Pizza zum Mittag. Dann warten Sie, wir sind noch nicht... Ende der Sitzung. Tja, ein bisschen zu offensichtlich, ne? So, dann schauen wir mal. Da kommen wir noch nicht rein. Genau. Gut, Dylan ist bei unseren Freunden. Und hat hier ein bisschen Radau gemacht. Aber ich frag mich, die haben alle... Ah, okay, okay, okay. Ich habe mich ja gerade nur gefragt, warum Dylan von den Zwischen erwischt wurde, aber die da nicht. Aber die haben alle das HIV. So. Sprich mit Emily. Aber ich will zuerst... hier. Kühlschrankdienst. So. Hilft den Agenten in der Panoptikon. Wie komme ich hier wieder raus? Zirp, zirp. So. Irgendwie bin ich so oft gestorben wie eigentlich noch nie. Warte mal. Der war doch hier, ne? Ja. So. Augen offen halten, Philipp. Offen halten. Offen. 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 Hey, was kann ich tun? Sie sind zurück. Oh, vielen Dank. Ich weiß nicht, was dieses Ding tut, wenn ich wegsehe. Sie müssen mich rausholen. Die Tür kann nur vom Panoptikum Aufseher geöffnet werden. Das war der Langston. Falls er noch da ist. Langston. Ja, den kenne ich. Ich bitte ihn, Sie rauszuholen. Beeilen Sie sich! Meine Augen! Sie... Ich kann nicht! Hey! Ganz ruhig. Reißen Sie sich zusammen. Wie heißen Sie? Konzentrieren. Richtig. Ich heiße Philipp. Und ein wenig länger halte ich noch durch. Mir tun nur die Augen so weh. Durchhalten, Philipp. Gut, sprich mit Langston. Ich hätte beinahe wieder die gleiche Scheiße gemacht. Gut. Dann wollen wir mal mit dem Längsten reden und hoffentlich holen wir den Philipp raus. Das wäre natürlich sorgenhaft wunderbar. Kommt der? Ajo. Ajo. Da kommt er. Ajo.
Hallo. So. Ja, vom Kühlschrank haben wir ja schon Magic Seil. Vom Kühlschrank haben wir ja schon mal gelesen. So. Hui. Oh Mann, ich wollte schweben. Naja. Kann ich aber nicht. So. Ich bin mal echt gespannt, wie das mit Dylan ausgeht. Also ich hoffe jetzt nicht, dass irgendwie wir irgendwie verrückt werden. Oder dass Dylan jetzt der krasse Bösewicht wäre, weil das wäre ein bisschen vorhersehbar. Aber trotzdem. Ja, das mit uns wäre nochmal sehr interessant. Also, was. Na komm. Na gut. Also, was. Vier Fähigkeiten haben wir. Machen wir später. Was wir quasi dann machen. Wehe, ich kriege bei der nächsten Leistungsbewertung die Schuld für das hier. Ich muss meine Katze füttern. Ja. Oben in einer Zelle sitzt jemand namens Philipp. Er starrt einen Kühlschrank an und dreht jede Sekunde durch. Philipp? Oh Mist, ich habe den Kühlschrankdienst total vergessen. Er ist seit über einem Tag da drin. Oha. Sie haben ihn vergessen? Hier geht's drunter und drüber. Ja, ach nee. Zischen, der Benikoff-Fernseher, bei allem, was ich um die Ohren habe, Ma'am, ist es kein Wunder. Schon gut. Aber wir müssen ihn da jetzt rausholen. Er sagte, Sie können seine Zellentür öffnen. Ja, kann ich, über mein Terminal. Wunderbar. Du das. Erledigt. Die Tür ist offen. Aber Philipp kann nicht einfach so gehen. Der Kühlschrank verhält sich unberechenbar. Augenkontakt ist das Einzige, was ihn zu beruhigen scheint. Er muss ständig beobachtet werden. Oder es gibt Tote. Ich überlege mir was. Ich bin ziemlich gut im Improvisieren. Mit solchen Objekten improvisieren? So arbeitet die Behörde nicht mehr. Er kennt uns nicht gerade gut. Ja. Ach, ich kann ja noch mit ihm reden. Arbeiten Sie gern hier im FBC? Klar. Gibt zwar immer eine Menge Drama, aber die Zusatzleistungen sind ja besser als bei der Post. Ich hab's recherchiert. Bessere Krankenversicherung. Was nicht heißen soll, dass ich meinen Job nicht mag, Ma'am. Bin seit über 15 Jahren hier. Niemand kennt die Panoptikon-Sammlung besser als ich. Die Dinger sind fast wie meine Kinder. Ist das für hiesige Verhältnisse normal oder gruselig? Ja, wahrscheinlich normal. Wie behalten Sie gewandelte Objekte unter Kontrolle? Hängt vom Gegenstand ab. Jedes hat seine Bedürfnisse. Rituelle Vorlieben gibt es viele. Man kann ihnen was vorsingen. Hat er vorsingen gesagt? Einmal das Licht an- und ausschalten. Sowas in der Art. Es ist kein Aberglaube, wenn es funktioniert. Was ist der Unterschied zwischen Objekten der Macht und gewandelten Objekten? Sie sind vergleichbar mit Stürmen. Objekte der Macht sind tropische Zyklone oder Orkane für den Laien. Sie sind groß, selten und beängstigend. Natürlich können Direktoren-Diodem einfach binden und selbst zum Auge des Sturms werden. Gewandelte Objekte sind eher wie seltsame Gewitter. Bei einigen können Frösche oder Mais herunterkommen, aber alle lassen es regnen. Und welche Rolle spielt das Zischen in alledem? Es verändert sie und lässt sie aggressiv werden. Jetzt kommen bei allen nur noch, keine Ahnung, Messer runter, Messerregen. Eine Metapher. Messerregen. Trench. Haben Sie eng mit Trench gearbeitet? Ah, er hat die meiste Zeit mit Darling und all denen verbracht. Dem inneren Kreis. Nicht, dass es mich interessiert. Trench hatte eindeutig seine Lieblinge. Er kam ab und zu vorbei, schaute finster rein und rauchte. Wussten Sie, dass man in der Behörde nicht rauchen darf? Darf man nicht. Aber Trench stand über den Regeln.
Immerhin hat er Geld für das Panoptikon auf die Seite gelegt. Der Mann war visionär. Wie haben Sie den Job bekommen? Ich habe als einfacher Agent angefangen. Mein Onkel kannte jemanden. Saß an einem Schreibtisch, bis es wegen eines Unfalls im Isolationssektor Personalmangel gab. Ich landete im Management. 10 Jahre lang immer brav meine 8 Stunden pro Tag abgesessen. Und bingo, Abteilungsleiter. Ich habe einfach eine Waffe ausgewählt. Oder vielmehr, die Waffe hat mich ausgewählt. Ja. So, ja cool. Ja. Bis später, Langston. Da. Ich bin hier, wie immer. Haben wir schon wieder was gelernt. So, gut, dann... Nein, ich ignoriere dich jetzt mal. Dich auch. Na gut. Na komm, schieß. So, dann wollen wir nochmal hochgehen. So, super. Und dann retten wir Philipp. Und dann kommt Dylan dran. Dam, da-dam, 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 da-dam. So, Entschuldigung. Bin mal echt gespannt, wie das ausgeht. Also, vor allen Dingen, ob jetzt Dylan wirklich da ist und also da bleibt. Oder wenn wir kommen, dass alle dann tot sind. Aber, naja, Emily hat gemeint, er will sich stellen. Aber, naja, er ist ja auch irgendwie so ein bisschen, Psycho, maybe? Aber nach so vielen Jahren in der Zelle ist das ja kein Wunder. Gut. Hallo, Jesse? Bin wieder da. Ich komme rein. Danke. Danke, danke, danke. So, jetzt aber... Jesse, der Kühlschrank ist... Hä? Philipp? Philipp? Wenn ich wegsehe, tut er mir weh. Also, der hat mir gerade richtig viel... Oh. Wow. Okay, ich schau dich an. Alter. Das klingt wie der Rat, aber ich verstehe es nicht. Was zum Teufel? Ich dachte, man kann einfach zur Seite gehen. Okay, kann man wohl nicht.